Grüß euch, liebe Leitl. Das Kegelsturm-Opening ist vorbei. Danke, dass alle so zahlreich gekommen seid. Das war wieder eine legendäre, bärige Geschichte. Heute möchte ich mit euch einmal das Wochenprogramm durchgehen. Da werden wir uns den Freitag rausklauen. Da gibt es bei mir immer Graskropfen. Entweder auf Vorbestellung oder unten zum Essen. Und die Stars dieser Runde haben wir da. Diesmal brauchen wir dazu die Erdäpfeln, nachher eine Zwiebel, einen gehackten Knoblauch, natürlich auch Milch brauche ich dazu. Den legendären Graukass, sage ich da. Der soll immer ein bisschen speckig sein. Das ist um und auf, dass wir gewinnen. Dann, der Geschmack ist der Tiger bei mir, wo die Leute immer fragen, René, warum hast du so ein kraftvolles Aromen? Das ist wirklich leider Tiger. Würzen tue ich mit Salz und Pfeffer. Das ist ganz wichtig. Zum Schluss, wenn wir nachher die Masse hergestellt haben, schneide ich noch frische Kreiteln rein. Da brauchen wir Lei, Schnittlauch und Petersil. Let's fetch, sprach der Hase, und jetzt starten wir durch mit der Zubereitung. Ich fange natürlich wieder ganz anders an als wie der Rest der Welt. Ich brauche dazu eine Zwiebel und einen Knoblauch. Den tue ich immer ganz fein schneiden. Den müsst ihr dann bitte immer stark anrüsten und einfach mit der Milch anlöschen. Und dann haben wir schon gewonnen beim ersten Schritt. Der zweite sind die Erdäpfeln. Die sind immer ganz wichtig. Die tun wir schälen und nachher kochen. Wenn wir sie gekocht haben, dann können wir sie ganz heiß schon passieren. Das ist ganz wichtig. Heiß passieren. Wenn wir sie heiß passiert haben, dann tut es mir bitte den geschmackigen, legendären, einzigartigen Graukass dazu. Gell? Nicht vergessen, der muss wirklich so speckig sein, weil nachher harmoniert es recht schön und das geht in die andere Masse über. Dann tun wir noch dazu, wie wir schon gesagt haben, unseren Zwiebel, Knoblauch und die Milch. Würzen tun wir mit Salz, Pfeffer. Nicht nur wir Menschen müssen ein Rastel machen, sondern die Masse auch. Das wird ungefähr so 15 Minuten dauern. Und nachher wird die sagen, auf geht's in die Höhle des Lebens. Wenn wir das haben, soll bitte die Masse so ausschauen. Passiert schon alles drein, eine legendäre Geschichte. Super Sache. Dann müssen wir jetzt gleich noch in Schnittlauch und in Petersil einschneiden. Den schneiden wir deswegen, haust zum Schluss dazu, dass wir das Aroma erhalten. Weil Zechen gefällt mir. So, auf geht's, René. Und jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Das Wort rationalisieren habe ich neu erfunden. Aber bitte nicht die Leute wegrationalisieren, sondern ich schneide Schnittlauch und Petersil gemeinsam. Und die tun wir nachher einfach in die Masse beifügen. Jetzt kommen wir schon zum letzten Arbeitsschritt. Jetzt werden wir unseren legendären Tiger, der was dann in Geschmack kommt, einreiben. Ich sag's euch, sensationell. Für meine Freunde ist mir natürlich nichts zu schade. Andere haben Gäste, wir haben Freunde. Und die haben wir natürlich schon wieder in den Tag vorbereitet. Da müssen wir gerade ein bisschen ein Mehl tun. Dann nehmen wir uns ein Plattel, legen ihn schon daher, rollen ihn schnell aus. Eine super Sache, sag ich. Und jetzt kommen wir zu der legendären Fülle. Bei der Fülle ist immer ganz wichtig. Habt ihr jetzt gesehen, wie man die eigentlich ganz locker hin und her streichen kann? Das macht eine gute Fülle aus. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Das ist das Wichtigste. Und das kennst du bis zum Schluss ausstreichen. Danach nur noch zusammenklappen, draufhauen, einen Juchi zulassen. Und wir sind fertig. Und wir können sie ausbacken. Wichtig ist jetzt auch, dass das Fett wirklich heiß ist, dass man schöne Blasenbildung beim Tag haben. Die Kropfen sind jetzt goldgelb. Tun wir raus. Leicht antropfen lassen, rechts, links dran, ganz wichtig. Und wo ich immer nahe stolz drauf bin, auf die Füllen. Jetzt schau es einmal an, wie langsam die eigentlich rausrennt. Und genauso soll es sein. Das sind Produkte aus der Region, darum habe ich ja natürlich so ein schmalziges Futzeug und stehe da wie ein Lauch. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns am Freitag einmal sehen, zum Graskropfen essen oder zum Kegeln. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt mir gesund, wie es seht, wünscht euch ein Kegelsturm, René.